Erfolgreich und geil leben mit Robert Habeck. Ja, moini. Hier ist mal wieder der Checker auf dem Trecker. Euer Idol mit dem Kohl. Wollt ihr so erfolgreich und gut aussehen werden wie ich? Dann habe ich 3 Tipps für euch. Erstens, klare Ansagen. Wie neulich auf Rügen. Da war ich zum Betriebsausflug zusammen mit der Schlaftablette von der SPD. Schlimm genug. Aber dann waren die Homies da auch noch alle auf Zinne wegen dem geplanten LNG-Terminal. Das musst du dann mit klaren Ansagen wegwischen. Wer L sagt, muss auch NG sagen. Wo gefreckt wird, da fallen Späne und ein bisschen Gas muss sein. Und wenn die Pinsel von der Insel das nicht checken, musst du die Moralkeule rausholen. Weil es um die Frage von nationaler Energiesicherheit noch immer geht, weil wir noch nicht durch sind. Geht übrigens auch bei Wärmepumpen. Wenn da Kritik kommt, von wegen zu teuer, zu laut und ist nicht, weil geht nicht, sagst du einfach nur, hol dir jetzt eine Wärmepumpe, wie und wo, das ist mir Wumpe. So, Punkt 2. Styling ist alles. Warum? Naja, wenn mir der Christian, ach nee, den sieht sich jetzt ja wieder. Also, wenn der Herr Lindner mir in Sachen Heizung den schwarzen Peter in die Schuhe schieben will, dann laufe ich halt barfuß im Habeck-Style. Sieht auch geiler aus. Guck mal. Und noch ein heißer Styling-Tipp. Bauhelme. Die gehen immer. Wobei, wichtig ist natürlich, was unter dem Helm ist. Also, in diesem Fall ich. So, und drittens das Wichtigste. We are family. Wenn du so ein Wirtschaftsministerium leiten willst, umgib dich mit guten Freunden, die sich auch alle untereinander gut kennen und möglichst verwandt, verheiratet oder verschwägert sind. Da müsst ihr bei Meetings nicht immer diese beknackten Kennenlernspiele spielen. We are family ist auch geil bei Preisverleihungen. Als ich neulich den Energieküsten-Award bekommen habe, weil ich der geilste Typ Schleswig-Holsteins bin, hab mir das Ding der zweitgeilste Typ Schleswig-Holsteins überreicht. Mein Bruder. Und jetzt kommt ihr. Das war Erfolgreich und geil Leben mit Robert Habeck. Nächste Woche zeige ich euch, wie ihr perfekte Politikerfotos macht. Kleine Einschränkung, funktioniert nur mit mir. Macht's gut, euer Robert. Satire ist nicht einfach nur lustig. Satire muss aufregen, Satire muss zum Nachdenken anregen und sie muss auch mal dahin gehen, wo es unbequem ist. Und deshalb ist die ganze Folge Extra 3 nicht mehr hier, sondern ab jetzt exklusiv in voller Länge in der ARD-Mediathek verfügbar. Sie schaffen das. Ich glaube fest an Sie.